Okay, die Ritualweberin ist gleich tot. Oh, Level up, juhu, hey. Das ist ja toll. Ach, das ist ja wunderschön. Und jetzt? Jetzt den Blutkrieger töten. Jetzt kriege ich noch weniger EP und mache trotzdem mehr Schaden, weil ich ein Level aufgestiegen bin. Dann geht das ein bisschen schneller. Nicht genug Platz, natürlich nicht. Ist ja klar, was? Und schon wieder so ein Schwert, ach Gott. Muss ich mir merken, muss ich auf jeden Fall nachher direkt machen. Diese Sachen, so, hier ist... Nee, da ist auch nichts, ne? Ist ja... Die Statue steht ja hier auch nicht. Irgendwie auf dem Marktplatz oder so könnte man ja denken, dass da jemand eine Statue hinstellt, aber... Oder nicht Marktplatz, aber halt so... Dorfplatz, keine Ahnung, wie auch immer das heißen möge. Aber nein, da stellt ja keiner eine Statue hin. Warum auch immer. So, da hinten war ich schon, ne? Ich gehe da trotzdem nochmal hin. Da bin ich ja letztens gestorben, wenn ich mich nicht ganz irre. Also entweder habe ich die komplett übersehen oder die ist einfach sehr schwer zu finden, diese Statue. Wahrscheinlich beides. Hm. Ich muss mal schauen. Also hier unten war ich auf jeden Fall schon. Weil ja die Karte aufgedeckt ist. Eine Statue war hier aber nicht. Nein, und da geht es auch nicht weiter. Das heißt also, hier kann ich wieder umkehren. Und weitergehen in diese Richtung, wobei da glaube ich auch nichts war. Ich muss nochmal gucken, vielleicht habe ich die irgendwo übersehen, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ist ja seltsam. Na komm schon, Ritualweberin, stirb doch einfach mal. Ja. Ich muss doch jetzt ein bisschen schneller... Ja, siehst du, jetzt geht es ein bisschen schneller, glaube ich. Weil ich ein Level höher bin. Nochmal. Kann durchaus sein. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Oh, das ist auch die beste Kamera. Alter, so schlecht platziert nicht mal Ingo Lenzen die Kameras. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, die Ingo Lenzen Kamera, aber so schlecht sind die auch nicht platziert. Ich meine, da siehst du ja nichts. Ja. Fand ich ja auch so toll, Ingo Lenzen und Partner. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ah, nee. Hier war ich schon. Das ist die Statue. Die habe ich aber schon zerstört. Scheiße. Warte mal, geht's da vielleicht weiter? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Da geht es nicht weiter. Nein, nein, nirgendwo. Okay. Nee. Gut, hier ist offensichtlich Ende. Gelände. Da scheint es nirgendwo weiterzugehen. Das heißt, ich muss jetzt mal... Hier kann ich wieder nichts mitnehmen. Das ist sehr schön. Man kriegt auch so viel Müll immer. Ist ja kein Wunder, dass man das nicht alles mitschleppen kann. So, hier war ich jetzt. Jetzt bleibt mir die Möglichkeit, dahin zu gehen, wo ich aber auch schon war. Oder halt... Da kann er nicht rüberspringen. Das ist doch unfassbar. Oder halt hier lang. So, warte. Vielleicht befindet sich ja hier irgendwo diese Statue. Also muss ja hier sein. Wo soll sie denn sonst sein? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt meinen Herzsucher, dann ist er gleich tot. Naja, fast. Na komm schon, stirb. So, geht doch. Okay. Hier, ach, hier geht's noch weiter. Da war ich... War ich hier schon? Doch, hier war ich schon, ne? Nee. Doch. Was ist denn hier? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich dachte, hier komme ich jetzt irgendwo hin, wo mal neu ist, aber hier war ich ja auch schon. Ach, scheiße. Ach, Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese blöde letzte Statue? Hier geht's... Nee, hier ist auch nur eine Richtung. Ich dachte gerade, da geht's in die andere Richtung weiter, aber war offensichtlich nicht der Fall. Tja, halt. Nein, da geht's auch nirgendwo hin. Hier. Kann es sein, dass ich im Kreis gelaufen... Nee. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das... Ah, nee, hier bin ich... Moment. Hier hinten? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich... Nee, hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier ist denn die Statue. Juhu. Alter, das sollst du finden. Ich meine, ich hab's ja jetzt gefunden, aber nach 2 Folgen erst. Wow, ist ja richtig toll. Ach, Mann. Es tut mir jetzt natürlich leid, wenn das ewig dauert, aber... Was willst du machen? Ist halt... Ne, ist halt so das Spiel. Da kannst du ja nichts machen. Da steckst du ja nicht drin. Wenn ich wüsste, wo die sind, hätte ich wahrscheinlich nicht so ewig gesucht. Aber, naja. Und ist halt auch nervig, dass die hier immer respawnen, die
Diese Gegner, du willst mich doch verarschen. Hier ist doch bestimmt eine Statue. Ja, da ist eine Statue. Juhu, ich hab sie gefunden. Juhu. So. Hey. So. Und ich sollte vielleicht erstmal warten, bis ich wieder voll aufgeladen bin. Beziehungsweise bis meine Moral sich regeneriert hat, was total lange dauert. Und der Schluckauf ist auch sehr schön. Nerv. Naja, ich glaube, den Artefaktmeister bekomme ich auch so tot. Warte, Herzsucher. Und dann einmal Ruf damit und dann nochmal dit und dann nochmal dat. Und dann sollte der eigentlich gleich umfallen, theoretisch. Na komm schon. Du Artefaktmeister. Habe ich jetzt Artefaktmeister oder Reliktmeister gesagt vorhin? Ich weiß es nicht mehr. Artefaktmeister ist es natürlich. So. Statue des Hexenkönigs. Du musst auch zerstört werden. So, geschafft. Also, jetzt. Juhu, und ich kann zurück zu Halbarad in Tam-Umdur. Immer diese Mini-Quests hier, die... Jeder hat irgendwie eine Quest für mich von diesen Waldläufern. Warum auch immer. Die sind ja schon hunderte von Jahren? Ja, nicht ganz. Aber schon ziemlich lange auf jeden Fall. Und trotzdem brauchen sie immer noch meine Hilfe und kommen so nicht voran. Ich verstehe das nicht. Wieso komme ich hier nicht runter? Ach Mann. Lass mich doch hier runter. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier nochmal rumlaufen. Warte mal. Nee, halt. Ich kann ja auch... Nee, von hier kam ich, ne? Ja, von hier kam ich. Dann laufe ich halt nochmal zurück. Da unten muss ich ja eh hin. Und dann laufe ich da unten rund. Nee. Doch, nach... Doch, da unten muss ich hin. Stimmt. Ja. So. Also jetzt erstmal nach oben und dann wieder nach unten. Toll. Und dann muss ich mit Halbarad sprechen. Dann muss ich... Wo muss ich dann hin? Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, dann komme ich nach Esteldin. Nee. Nee, Esteldin war ja das hier. Evendim. Komme ich dann wahrscheinlich hin danach. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Du. Oh, das werde ich ja dann sehen. Oh, wieso kannst du denn hier nicht runterfallen einfach? Mann. Hier, ach, hier kann er runterfallen. Frag mich nicht, wieso das so ist. So, laufe ich hier richtig? Nee, irgendwie nicht, ne? Scheiße, ich laufe auch noch in die falsche Richtung. Na, das ist ja toll. Dann hätte ich doch da oben hingemusst. Mist. Ich gehe nochmal hier hoch. So, in der Hoffnung, dass die dann von mir ablassen. So, nach einer gewissen Zeit irgendwie. So, kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Gut. Okay. Hier sind keine Gegner. Das ist ganz praktisch. Ich muss doch nach Norden. Dachte, ich komme im Süden raus, aber nein, es ist im Norden natürlich. Mist. Siehst du, so einen Orientierungssinn habe ich einfach. Das ist unfassbar. Ich gehe jetzt hier mal runter. Warte mal. Ah, jetzt... Doch, er kommt runter. Okay, ich dachte schon. Jetzt kommt er doch nicht runter. Boah. Aber er ist runtergekommen. Juhu. So, dann lauf mal schneller, bevor du hier umgebracht wirst. Ich nehme nochmal einen Heiltrank gleich, glaube ich. Ja, ist vielleicht sinnvoll. So. Okay. Na, jetzt lauf doch mal schneller, alter Schwede. Na, geht doch. So. Ich möchte doch bloß hier durch. Ich möchte durch und zum Ziel halt. Also raus erstmal. So. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so viele auf mich aufmerksam mache. Ob das aber möglich ist, weiß ich nicht. Vielleicht sehen die mich ja auch. Keine Ahnung. Also wenn ich weit genug weg bin, sollten sie mich eigentlich nicht sehen. Ich weiß halt nicht, ob ich weit genug weg bin. So, apropos. Schaffe ich es hier raus? Schaffe ich es hier raus? Ja, ich schaff's raus. Juhu. Und ich kann wieder rein, dann greifen die mich nicht an und dann kann ich mit Halbarad sprechen. Das ist sehr praktisch. Kehrt mit meinen Befehlen zu Darwun nach Esteldin zurück. Ihr habt meine Aufgabe beendet, Thagador, und dafür danke ich euch. Außerdem danke ich euch, dass ihr mir von Aragorns Botschaft mit der Bitte an die Dunedain berichtet habt. Wir werden so schnell wie möglich zu ihm reiten, ungeachtet der Gefahren, die uns dabei erwarten mögen. Kehrt nun zu Daerwun in Esteldin mit dem folgenden Befehl zurück. Er soll so viele Waldläufer wie möglich auswählen, ohne die Sicherheit der Bewohner der Nordhöhen zu gefährden.
Ja, wir reiten zu Aragorn, aber ich werde nicht zulassen, dass wir unsere Verpflichtungen in Eriador vernachlässigen. Fortsetzen. Okay, dann also jetzt nach Esteldin, dann kann ich da gleich mal verkaufen und so. Weißt du, bin ich mal ein bisschen Inventarplatz, also ein bisschen, was los und habe ein bisschen mehr Inventarplatz. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder rüber reiten. Nerv. Das kann sich ja nur noch ein bisschen umstunden. Ich weiß nicht, wie lange es genau dauert. Und es ist inzwischen Nachtwache. Das heißt, oh, der Tag bricht an. Ist ja cool. Irgendwie gefällt mir das. Ich mach mal das Interface aus. Sieht schon schön aus, wenn einfach mal da hinten der Himmel sich so rot färbt. Gefällt mir eigentlich. Wobei ich nicht weiß, ob das realistisch ist, weil ja diese Rotfärbung eher in Städten auftritt durch die ganzen Partikel in der Luft. Diese Ruß und was weiß ich, Partikel, Feinstaub, bla, keine Ahnung. Generell dieser Staub halt von Städten, da kommt ja einiges zusammen. Und da wird dann halt entsprechend das Licht anders gebrochen und dann sieht es halt rot aus. Auf dem Land ist das, glaube ich, nicht ganz so extrem. So, praktisch, dass ich jetzt nicht... Ah doch, ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ich sehe es ja da hinten. Da ist der Weg nach oben, der mich nach Esteldin führt. Dort, wo ich hin muss. Huch, wieso bleibe ich denn jetzt stehen? Keine Ahnung. Was haben wir da? Ach, da geht die Sonne auf. So langsam. Ganz langsam. Und da oben ist noch der Mond. Okay. So viel zum Thema, die Sonne geht auf und ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Scheiße. Ach, verdammt. Das klappt ja wunderbar ohne Karte. Halt. Das war das, genau. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ja, ich finde mich ohne Karte auf jeden Fall sehr gut zurecht. Wollte ich nur mal anmerken. Das geht richtig gut. Es ist ein Traum einfach. So, warte, wo muss ich jetzt hin? Ach, ich bin ja komplett falsch gelaufen, Alter. Das ist doch nicht wahr. Was ist das denn? Ist ja lächerlich. Okay. Ich mache trotzdem nochmal das Interface aus. In der Hoffnung, dass ich jetzt trotzdem den Weg finde. Ach, das ist eigentlich... Also eigentlich ist es hier ganz schön, muss man ja sagen. Gut, es ist ein bisschen kahl jetzt hier, aber... An sich... So, wo geht's denn jetzt? Warte mal, ach, hier bin ich jetzt. Ah, ja, ich erinnere mich an diese Stelle, glaube ich. Runenlatt. Hm. Also mir gefällt das ja, wie die Sonne da aufgeht. Ich mache nochmal die Namen da aus, diese Textnamen da. Dann mache ich nochmal so, halt. Och, das ist doch ganz... Also, man kann sich jetzt nicht unbedingt beschweren. Boah, diese Schrift. Wieso geht die denn nicht mit weg? Jetzt die Schrift da im Bild. Ja, naja. So, da hinten... Siehst du ja, der Mond geht unter, die Sonne geht auf, so langsam. Warte mal, das ist eigentlich Westen. Eigentlich müsste da die Sonne aufgehen, ne? Wieso ist denn da rot? Ist ja komisch. Sehr seltsam, das Ganze. Boah, ist das schön, Alter. Das ist echt, also... Tja. Wenn man im echten Leben die Sterne so schön sehen würde, leider ist immer sehr oft bewölkt. Nicht immer, aber sehr oft halt. Ich glaube, ich bin nicht auf dem Pferd drauf. Ich sehe das gerade gar nicht. Jetzt bin ich drauf, ja. Okay. Mein Ziel war hier irgendwo. Ach, scheiße, sehe ich natürlich wieder nicht. Ich mache mal das Interface wieder an. So. Irgendwo hier müsste doch nach oben gehen. Warte mal, wo war denn das nur? Huch. Hä? Sag mal, ich finde das auch nicht mehr. Das war hier, glaube ich. Nee. Doch, hier geht's. Nee. Hier geht's auch nicht. Ja, wo ist... Alter, wo ist denn das jetzt schon wieder? Da ist Esteldin. Das müsste doch... Hier muss doch irgendwo der Weg nach oben sein. Hier, ne? Hier ist er. Hier ist der. Ach, gucke mal. Ich habe ihn gefunden. Ist das nicht toll? Ich mache trotzdem nochmal das Interface aus. So. Und kratzt mir an der Nase. Runenland. So, jetzt sehen wir nochmal das hier. Das sieht auch... Ja, so schön sieht es auch nicht aus, wie ich erwartet hatte gerade, aber so. Geht eigentlich. Jetzt gehe ich erstmal in die Stadt und schaue mich da mal. Ach ja, es ist jetzt. Ist jetzt nicht wunderhübsch, so wie das Auenland, aber es ist schon ganz okay, muss man ja sagen. Und die Grafik ist eigentlich auch ganz okay. Also. Dafür, dass es kaum anspruchsvoll ist, eigentlich geht die Grafik sogar, finde ich. Jetzt muss ich aber wirklich mal das Interface anmachen.
Und dann, ja, muss ich erstmal hier. So. Ich grüße euch. Reparieren wir mal alles und dann verkaufen wir mal. Das kann weg, das kann weg. Weg, weg. Das sowieso, der Haufen Kupferreste, Rosenquarz. Ja, Kraftelixiere brauche ich auch nicht. Mit Metallkeulen nicht. Das brauche ich nicht. Helle Lampe, ja. Oh, das behalte ich mal. Und das kann weg. Weg. Ja, komm, weg damit. Ja, komm, einfach weg damit. So. Jetzt muss ich hier natürlich nochmal alles nehmen. Dann kann ich auch nochmal das hier... Okay, die Frage ist, gibt es hier... Nee, ich glaube nicht. Huch. Ich will auch gar nicht suchen. Habe ich aus Versehen mich verklickt. Nee, ne? Doch, vielleicht hier drin? Ich weiß es gar nicht. Ein... Goldschmiede-Gilde will ich nicht. Drechslerin. Schneider-Gilde. Ich glaube, da komme ich auch gar nicht rein, ne? Doch, komme ich rein. Ist ja praktisch, bringt mir nur nichts. Ich hatte eigentlich gesucht und zwar nach jemandem, der mir vielleicht... nee, das geht hier nicht. Oder? Die Schmiede waren... Nee, normaler Schmied ist... Nee. Nee, okay. Da müsste ich nach einem, der meine Gegenstände identifizieren kann, suchen. Aber ich glaube, die gibt es hier nicht. Die wurden auch nicht nachträglich eingefügt, wenn ich mich nicht ganz irre. Nein, irgendwie nicht. Okay, gut. Dann gehe ich wieder raus. Haben wir das auch mal gesehen. War zwar jetzt nicht so toll, aber... naja. So. Dann spreche ich mal mit... das hier ist offensichtlich der Rufhändler. Vermute ich jetzt mal. Schauen wir mal. Was benötigt ihr? Ah ja, nee, Schneiderhändler. Ach so. Brauche ich da Ruf? Keine Ahnung. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Das war doch da vorne irgendwo. Warte mal. Hier. Ach, warte, hier oben rüber. Den Weg habe ich auch noch nicht genommen. Bisher. So, hier ist eine Ausbilderin für Jäger. Ach Mensch, wie praktisch. Kannst du mir irgendetwas beibringen? Wie kann ich euch zu Diensten Nein. sein? Das erste, okay, Reittierstufe. Das geht erst mit Level 74 und das mit 68. Und dann noch Reittierfähigkeit mit Level 75. Okay, 68 haben wir ja bald. Dann muss ich da bald hin und passiv haben wir gar nichts mehr. Okay. Also viel kommt da ja nicht mehr unbedingt. So, Daerwun, Hallöchen. Kapitel 5. Ich werde Halberats Wünsche ausführen. Ich werde Halberats Wunsch nachkommen. Auch ich will die Bewohner der Nordhöhen nicht durch unsere Abwesenheit gefährden. Ich werde die Angelegenheit mit meinen Leuten hier in Esteldin besprechen. Andere Lande erwarten eure Botschaft. Okay, was nehmen wir denn? Die Schultern? Nee, brauche ich nicht. Also die Schultern, ja, weiß ich nicht. Macht, nee, brauche ich auch nicht eigentlich. Ich glaube, nee, die sind, glaube ich, gar nicht so gut. Ich nehme mal die und verkaufe die einfach. Jetzt beenden. Bringt eure Botschaft nach Evendim zu Kahlenglad. Okay. Ich weiß nicht, ob sich der... Nee, ob er sich der Grauen Schar anschließen wird, wenn diese nach Süden zieht. Doch Kahlenglad sollte auf jeden Fall von deren Auftrag erfahren. Er ist sehr mit den Landen um den Nenuyal-See. Oh, der wunderschöne Nenuyal-See. Ach, der war so toll. Naja, und den Ruinen von Annuminas verbunden. Vielleicht bringt er es nicht übers Herz, sie zu verlassen. Überbringt ihm die Botschaft, denn es könnte durchaus sein, dass ich ihn falsch einschätze. Ihr findet ihn in Tenodir, dem Lager der Waldläufer am Ufer des Nenuyal-Sees. Sees. Sollte er sich der Schar anschließen, wird er sich ihr als wertvoller Verbündeter auf dem Weg nach Süden erweisen. Okay, ich habe gar keine Karte bekommen, die mich dahin führt. Was aber nicht so schlimm ist, außerdem... Ja, okay, ich reite da jetzt nochmal hin, dann mache ich da eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Weil ich nämlich heute noch Assassin's Creed 4 aufnehmen muss und theoretisch auch noch Minecraft. Oder ich mache das halt morgen früh. Das würde auch noch gehen. Ja, glaube ich, mache ich lieber morgen früh das mit Minecraft. So.
muss ich halt früh aufstehen, aber Assassin's Creed 4 auf jeden Fall noch heute. Morgen früh dann Minecraft. Ach, naja. Und dann muss ich halt noch den Schrank zusammenbauen, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Wo war denn jetzt der Stallmeister, verdammt? Nee, bin ich schon dran vorbei. Moment. Ne? Also der Schrank, wo der zweite PC zum Encodieren von den YouTube-Videos noch hinkommt. Weil der eine nicht ausreicht. Also wirklich nicht. Also der PC reicht nicht aus, der Schrank. Naja, der Schrank auch nicht. Nee, warte. Hier ist der Stallmeister. Was benötigt ihr? Ich möchte nach Tinodir schnelle Reise. Ich könnte auch die langsame Reise nehmen, aus Spaß, aber ich bin zu weit weg, um das Fenster zu schließen. Ernsthaft? Ich habe auf Schließen geklickt, da steht zu weit weg. Wie dämlich. Nee, echt wie dämlich, dass man da eine Abfrage macht, ob ich nah genug dran bin, um so ein Fenster zu schließen. Ist ja total sinnvoll. Echt. Ich meine, wenn es jetzt ein Fenster wäre, wie so ein Fenster, was du im Haus hast oder so, da würde ich es ja noch verstehen, aber bei dem Fenster, na, ich weiß ja nicht. Naja. So, jetzt aber erstmal, wie spät ist, ach, 0.05 Uhr schon wieder, ist ja noch nicht spät. Tja. Na, dann werde ich gleich nochmal Assassin's Creed 4 spielen und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Und dann muss ich das Ganze noch schneiden. Boah, das wird wieder ewig dauern. Noch einmal. Naja, so ewig nur auch wieder nicht. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal reden wir dann mit dem guten alten Kahnenglatt, den wir ja noch kennen aus uralten Zeiten. Folge 100, weiß ich gar nicht, 30 irgendwann oder ein bisschen später. Ich glaube ab Folge 130 oder so war ich, etwa in dem Bereich war ich in Evendim. Falls sich das nochmal wer angucken will, diese wunderschöne Landschaft. Ne, da habe ich auf jeden Fall ziemlich viel Zeit in Evendim verbracht, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich bin mir aber nicht ganz sicher bei der Nummer der Folge oder Nummer der Folgen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal, wo wir dann mit Kahnenglatt sprechen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, dann hatte ich schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Egal. Tschüss.